Die Baubranche. Verantwortlich für geschätzte 40% des globalen Ressourcenverbrauchs. Wie kann man Werkstoffeigenschaften und Qualität von Baustoffen feststellen, sichern und verbessern? Wie kann man diese Bauten vor unerwarteten substanziellen Bauschäden schützen? In diesem Labor der Firma Ionis beschäftigen sich die Forscher genau mit diesen Fragen und das mit großem Erfolg. Wir machen Monitoring von Bauwerken, im Regelfall Bauwerke der öffentlichen Infrastruktur. Ähnlich einem Gesundheitscheck schauen wir nach, wie es dem Bauwerk zu einem gegebenen Zeitpunkt geht. Beton ist ein poröser Werkstoff. Das heißt, er hat eine gewisse Porosität, durch die dann die Schadstoffe in den Beton hineintransportiert werden. Die Lösung dieser Probleme setzt voraus, dass dort interdisziplinär zusammengearbeitet wird. Deshalb müssen wir mit Biologen, Mineralogen, Chemikern, Physikern und Bauingenieuren an einem Tisch sitzen. Wir lernen, welche Anforderungen an Baustoffe, Baumaterialien in der Zukunft gestellt werden. Wir klären die grundlegenden Mechanismen auf der molekularen Ebene auf, übertragen es dann auf den Baustoff und vom Baustoff dann letztendlich auf die Makroebene, das heißt auf das Bauwerk. Dieses Konzept führt nicht nur zu kleinen Schrittchen, sondern zu großen Technologiesprüngen. Das freut nicht nur unsere Forscher, sondern auch unsere Investoren. Dieses unscheinbare Gel könnte sich zum Jungbrunnen der Betonbauten der Zukunft entwickeln. Es handelt sich um das erste marktreife Produkt der Ionis AG, um die Bauchemiebranche auf den Kopf zu stellen. Unser Gel kann man vergleichen mit einer Gore-Tex-Jacke, die das Eindringen von Schadstoffen in den Poren des Betons verhindert. Gegenüber der Konkurrenz haben wir den großen Vorteil, dass unser Gel eine ausreichende Eindringtiefe der Wirkstoffe garantiert und auf der anderen Seite mit deutlich weniger Wirkstoffgehalt auskommt als Wettbewerberprodukte und auch unschöne Ablagerungen auf der Oberfläche vermeidet, da das Gel transparent ist. Die cleveren Forscher der Ionis AG aus Eggenstein-Leopoldshafen. Vielleicht tragen sie ja dazu bei, dass Baustellenschilder auf unseren Autobahnen in Zukunft immer seltener werden.